Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring Part 238. Beim letzten Mal haben wir das Götterskalpen-Duo überlebt und besiegt sogar. Schon nach dem vierten Versuch, wenn man den Versuch mit Bernal mitzählt. Aber machen wir das mal, weil da war ich mir noch nicht so sicher, ob da wirklich ein Boss auftaucht. Aber da man Bernal beschwören konnte, drängte sich der Gedanke zwangsläufig auf. So, ja, hier geht's anscheinend weiter, aber wir haben ja zuvor noch nicht alles erkundet. Deswegen werde ich mich nochmal zurücksetzen. Denn da gab es ja auch noch einiges, ne, wo man da hoch konnte und so. Und da lagen auch noch Items rum. Und ja, nochmal noch einen Schmelztiegeltypen, oh man, besiegt. Mal wieder. Oh, ist so dunkel, ey. So, okay, genau. Jetzt führt nämlich mehrere Wege hier nach Rom. Ja, das ist der eine Weg hier. Denn hier ging es ja noch weiter, haben wir gesehen. Ne? Hier gibt es noch was zu looten. Gucken wir uns erstmal hier um, würde ich sagen, bevor wir richtig weitergehen. Oh, ja, wie gesagt. Muss man noch endgültig töten, diese Gesellen hier. Die Untotenarmee. Oh, ja. Oh, das ist ein starker Weg. Ah, jetzt sägt das erst. Ah, okay. Zwei starke. Ich korrigiere. Zwei größere Bestien-Skelette. Ja, hier sind diese Bestien omnipräsent. Sei es ein lebendiger oder toter gestellt. Also hier sind jetzt hauptsächlich die Toten anzutreffen. Hat die jetzt viele Runen im Gepäck? Nee, eigentlich nicht, ne? Also nur noch die restlichen, aber ich habe ja einen Levelaufstieg gemacht. Okay. Ja, jetzt könnte er kommen. Oder auch nicht. Hilfe. Scheiße, ey, die haben riesige Waffen, ey. Da ist wie der Lampe aus, ey. Nein, ich mag es nicht. Ja. Die sind wir noch nie an. Glaubst du denn? Ich hasse es, wenn die Lampe ausgeht. So, mach mal hoch. Ja, hier konnte man ja nur mittels der Steinschwertschlüssel hin, ne? Zu diesem Aufzug. Gibt's doch nicht. Ja, die können natürlich gar nicht bluten, ne? Ah. Wie sollten die hier besiegen, ey? Das ist heftig, Leute. Ich möchte natürlich die Items da alle haben, ne? Keine Frage. Das sind goldene Items. Also die so besonders stark leuchten. Die erkennt man wenigstens. Ne? Ey, wie darf das Licht aus? Ich werd wahnsinnig. Gut, der hat mir auch nicht geholfen, der Fahrstuhl. Die bleiben halt oben stehen, ne? Die fallen halt nicht mehr runter, die Gegner. Haben halt dazugelernt, was soll man sagen. Lassen sich halt nicht mehr so leicht verarschen. Was ja okay ist, grundsätzlich. Nee, also wenn die hier wieder lebendig sind, dann nach... Ah, das ist eigentlich ganz gut, wenn er das macht. Oh Gott, ihr seht ja, was die aushalten, ne? Ja, muss ich hier mal ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ja, ich hab doch so viel Ausdauer. Oh, Malenia, ja. Wenn ich die mal so oft hätte unterbrechen können, wie ich jetzt unterbrochen werde, ey. Ja, ich mache jetzt mal den einen Platz. Das ist hier, glaube ich, die beste Taktik. Oh, ey. Ah, da muss ich auch aufpassen. Ha? Mach mal es auf. Oh nein, nicht doch. Ah, der hat ja nicht mehr viel, zum Glück. Aha, die haben uns wieder... lebt werden, durch was auch immer. Dann haben sie zum Glück nicht mehr die volle Lebensenergie. Hä? Achso. Das ist auch eine Todesfalle, wenn man da hängen bleibt erstmal. Man weiß gar nicht, was da ist. Was durch das Gefäß verdeckt wird. Ja gut. Passiert wahrscheinlich den wenigsten, aber mir passiert sowas. Gut. Oh, erstmal Ruhe hier reinkriegen. Mann, Mann, Mann. Ja, gerade die besenden Starken da, die können dann erstmal ganz schön... zu schaffen machen. Hier ist nichts weiter, okay. Hier, ja, hier ist noch was. Ah, hier ist so.
irgendwas wiederbelebt? Hört sich so an, ne? Sind ja manchmal auch ein bisschen versteckt, ja, wie hier. Der wäre mir sonst nicht aufgefallen. Ah, der ist mir auch nicht aufgefallen. Apropos. Sammelt das mal ein. Heranwachsender Schmetterling. War Schmetterding. Sieht immer noch traumhaft aus, dieses Gebiet. Ach, guckt mal, hier geht's auch hoch. Hm. Oh Gott. Ah, lauter Gehängte. Oh, die sind lebendig. Die kommen runter. Also, sofern man davon reden kann, dass sie lebendig werden, die Untoten. Ne? Sima Steinchen. Ach, du Scheiße, auch Starke dabei, ja. Hm. Oh, nee, zwei Starke wieder. Ach, verdammt. Nee, auf die Ecke jetzt ehrlich gesagt. So, Semibock. Ah, hier laufen da Patrouille. Stehen sie gegenseitig im Weg, können Sie sehen? Ne, jetzt laufen sie wieder zurück, zumindest der eine. Der zwei Starke, die ist nur ein Starke, aber einer hat eine Sense. Oh Gott, die laufen hier echt. Ach du Scheiße. Nein, sie kommen schon runter. Scheiße, scheiße, scheiße. Alter Schwede, ey. Das ist hier so herausfordernd, das Gebiet, ey. Guckt euch das an, eine ganze Armee. Ah! Mit Feuerspeiern, etc. pp. Nee, lasst mal gut sein. Ah! Boah. Die Wolke Heilung des Todes, ey. Ah, die folgen mir auch. Ach du Scheiße, ey. Ja, gut, solange der eine starke kommt, hier geht's ja. Oh Mann, ey, das bringt hier gar nichts. Ich hab hier Endgame-Waffen. Das hat man dem bloß noch nicht gesagt. Au! Oh, den muss ich auf jeden Fall tot halten. Die anderen sind jetzt nicht so das Problem. Naja, wie man es nimmt. Guck dir das an, Junge, die Magier da. Ja, so nacheinander ist das super. Was machen diese Totenschädel? Sind das Pursuer? Ah, ah, wie gesagt. Mach erstmal diese Tanks platt. Ah, stimmt, das ist ja nicht die Stichattacke bei dem Katana hier. Malenias Katana, leider keine Stichattacke, nur die von oben nach unten ausgeführt wird. Ah, mach, glaube ich, gleich um die Magier. Das sind schon mehr. Oder ist das nur der eine? Ne, das sind zwei. Okay. Ach, scheiße, die explodieren. Ah, weg, weg, weg. Das zeigt immer Tonstörungen. Hat der Ton ausgesetzt, kurz bei mir zumindest. Halten auch relativ viel aus. Mann, also für Magier sind die echt tanky. Buh, er kriegt nichts wieder leider von denen. Haha, ist noch einer. Was beschützen die, Junge? Ja, mich trifft, ne? Immer wieder nicht. Ja, die brauchen eher so Wuchtwaffen, ne? Wenn man hier so ein Strength-Build spielt, das hat man, glaube ich, ganz gute Karten, das zu überleben. Ja, jetzt. Oh, bloß nicht runterfallen da. Oh, Moment, kommt man da auch noch irgendwo hin? Ach nee, das ist so hoch. Wahrscheinlich durch das andere, durch einen anderen Ort der Gnade, ne? Den wir zuletzt berührten. Okay, du kannst auch runterkommen. Du Pfeifen, Hannes. Ach so. Ja, kümmere dich erstmal um den. Und der liegen bleibt für immer. Juhu, eine goldene Rune haben sie beschützt. Yes! Hä? Die haben noch kaum was beschützt hier. So, wo bleibt der letzte im Bunde hier? Nicht, dass der mir irgendwann in den Rücken fällt. Boah, ist das heftig, ey. Ah, dadurch krieg, ja, durch die schiere Masse, ne, kriegt man hier. Die kommen hier runter. Oh, hier hätte ich jetzt die Qualle rufen können, ne? Hier, komischerweise. Erst. Ja, geil, das hätte ich natürlich nicht gewusst. Hm, dann hätte ich die natürlich auch gerufen hier, bei so vielen Gegnern.
Aber die fallen erst runter, wenn man sich entfernt hat. Ja, hier sind ja mindestens drei hängen hier noch. Die kommen hier runter wie, weiß ich nicht, Fallobst. Aber sind leider wehrhafter als Fallobst. Puh, war das krass. Soll ich den trotzdem rufen? Ja, nicht schaden. Also die Qualle meine ich. Ja, komm. Oder den anderen hier, genau. Ich habe euch ja gesagt, ich habe ja auch den Oleg mittlerweile ausgebaut. Das war in dem Videomaterial von Marlena dabei. Was mir verloren gegangen ist leider. Jo, wo war denn das hier? Flo, Huga. Der schießt ja diese Elektropfeile, ne? Aber den habe ich nicht ausgebaut, wie gesagt. Die sind auch cool bestimmt. Den habe ich auch nicht ausgebaut. Irgendwen hatte ich hier ausgebaut. Hey, wo ist denn der Typ hin? Der mit den zwei Schwertern. Ich hab den nicht mehr. Habe ich den weggeschmissen? Nein. Das ist er doch. Nehmen wir den. Ja, denn. Oh, kann ich nicht machen. Ach, hier geht's wieder nicht. Aha. Ist ja witzig. Hier geht's noch. Geht's noch? Ja, hier geht's. Okay. Aber hier hört jetzt das erste Mal ein Skarabius. Ein Pharum Azula. Was für ein Sensenmann hier. Hau ich nochmal drauf. Ah, der kriegt das nicht hin. Ja, genau, die Attacke hat mir immer Probleme bereitet. Runenbogen ist ja auch noch geil. Na gut, eine goldene Saat haben sie ja scheinbar beschützt. Aber die bringt mir ja nicht mehr so viel, ne? Ja, Olli kaut gut rein. Wunderbar. Gott, ist das dunkel hier überall in den Ecken gerade, ne? Ja, ja, den habe ich ja auch ganz, also nicht aufs Maximum gelevelt, aber bis auf die vorletzte Stufe. Oh scheiße, Oleg, komm mal mit, bitte. Ja, er kommt. Weil hier ist auch noch was. So, können wir den... Ah, da ist die Boss-Tür wieder. Da steht doch was davor. Oh, das war ein Schmiedestein 8. Ja. Na gut, dann haben sie doch einiges beschützt hier. Ne? Aber jetzt haben wir ja wahrscheinlich die Klangperle, die das uns vergönnt, dass wir auch Schmiedesteine 8 kaufen können. Schlicht und ergreifend, ne? Das werde ich auch tun. Oh, jetzt ist er weg. Scheiße. Kann man ihn widerrufen? Oh, ich muss das mal. Ja, hier irgendwo ist der Skarabius. Aber wie gesagt, hätte ich das hier wusste, hätte ich schon eher gerufen. Ja. Scheiße. Hätte ich so viele Ressourcen hier verschwendet, also sprich Heiltränke. Hier irgendwo. Na da. Ah. Apropos Heiltränke. Ne? Ja, was nutzt es, wenn er verschwindet? Boah, wie schnell der blinkt. Scheiße. Und? Oh! Goldene Blitzfestigung. Ne, das waren keine. Ach du Scheiße. Oh ne, hier ist noch ein Drache, Leute. Och nee. Hier überlebe ich nicht. Ne. Jetzt hätte mir hier ein Skarabius geholfen. Da waren wir schon, ne? Naja. Genau, da waren wir überall. Ich will nicht wecken. Ja, ich wette, wenn ich das einsammle. Dann wird er geweckt. Nö, wird er nicht. Ja, weiß ich nicht, ob das was bringt, gegen ihn zu kämpfen. Der bewacht wahrscheinlich nur, vielleicht sitzt er auch irgendwo drauf. Können wir nochmal rausfinden. Aber erst gehe ich hier weiter.
Mit den Heiltränken, ich fress zu viel Schaden. Ich sehe immer nicht, also gerade bei großen Gegnern, ne, wo sie mich treffen können und wo nicht. Oh, da ist wieder ein Köter. Noch ein Köter. Warum habe ich euch nicht gesehen vorhin? Aulik hat euch auch nicht gesehen. Ja, die kommen hier irgendwo, tauchen die immer unvermittelt. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich wieder ganz woanders. Ist da eine Kirche? Ach, ist hier ohne Kirche. Sag an. Das wäre geil. Sieht so aus, ne? Okay, jetzt. Achso, das war eine ganz andere Gegend hier. Ja, okay. Jetzt bin ich wieder. Hä? Na, hier sieht halt alles so gleich aus irgendwie. Wenn auch fantastisch, aber gleich. Ja, ich bin hier runtergelaufen. Deswegen. Und dann wütet der schlimmste Sturm. Den vom Anfang, ne? Jo, Leute. Cool ist das ja hier. Das kann man nicht mehr rufen, ne? Naja, gehen wir erstmal hier weiter. Ja genau, jetzt sind wir oberhalb von dem hier. Ach nee, da sind wir ja rausgekommen, oder was? Hä? Wo sind wir denn gekommen jetzt? Muss ich nochmal mich vergewissern, Leute, ihr wisst ja, Orientierung und egal. Das passt nicht zusammen. Ja, ich glaube, da kamen wir raus. Ja, von wegen. Wir sind aus der Kirche gekommen, Mensch. Wer hätte es gedacht? Geil. Ja, man sieht es ja normalerweise nicht, ne, wenn man dem Ganzen mit dem Rücken zugekehrt ist. Okay, wo geht's denn hier lang, Leute? Scheiße. Scheiße, Alter. Ach, verdammt, ey. Diese Abgründe, ey. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist so furchtbar. Das ist immer so unnötig. Warum immer Abgründe, ey? Das ist doch nicht wahr. Naja, gut, das ist... Ja, hier ist das wahrscheinlich sogar... Ich will nicht mehr. Ich mag keine Abgründe. Muss man ja gegen alle wieder kämpfen hier. Ja, zaubern können sie auch noch. Das ist der Starke wieder. Ja, super. Und ich krieg hier einen Backstep hin. Mach doch mal einen Backstep, Junge. Ist der andere Starke? Gut, sie machen verhältnismäßig wenig Schaden, aber dadurch, dass es so viele sind, ne? Scheiße. Jetzt hängt er fest. Er hängt fest. Aua! Und kriegt dann trotzdem ihn ab hier. Ja, gut, jetzt konnte er sich kaum bewegen, natürlich. Ach komm, wie oft soll ich dann noch auf den einprügeln, ey? Das ist doch nicht euer Ernst hier. Boah, das ist ja die ganze Prozession unterwegs, ey. Das ist doch nicht wahr. Ah, fällt da einfach runter, ey. Das ist doch der blödste Tod der Welt. Der unnötigste vor allen Dingen. Ah, jetzt wissen wir ja, dass wir hier irgendwo Oleg... Ach, scheiße, das ist der nächste Starke. Wo konnte ich denn hier Oleg rufen? Scheiße. Hol mir erstmal meine... Wie konnte ich da runterfallen? Ich weiß nicht. Oh Gott. So, ne, jetzt kann ich wieder nicht rufen. Was ist denn das für eine Scheiße? Nur in so einem ganz kleinen Areal kann ich den rufen. Ja, jetzt fällt ihr mal da runter. Oh, der ist runtergefallen anscheinend. Ich mich ja hier erstmal weiter umsehen. Da unten ist der Drache. Der pennt da. Gut, jetzt könnte ich ihn wahrscheinlich besiegen. Oh, man weiß ja nicht, was hier noch so kommt. Oh Mann, die sind so scheiße, ey. Ihr seid so scheiße, wisst ihr das? Ja, ich lasse die jetzt da mal ihren Hokuspokus veranstalten. Oh, scheiße, ey. Bloß aufpassen. Wo geht's denn hier? Ah, wen haben wir denn da? Geil, da ist er. Ja, gut, dass ich mich nochmal entschlossen habe, zurückzugehen, ey.
Diesmal redet er gar nicht von allein mit uns. Da liegt unten was. Das schnapp ich mir erstmal alles, bevor ich mit ihm spreche. Ich springe sie halt selber, Leute. Das ist mir ja nichts. Ach, das ist hier, siehst du? Da ist ein komischer Dampf. Warum auch immer. Künstlicher Nebel. Muss aufpassen, dass hier nicht irgendwo ein Abgrund wieder ist, ey. Sehr furchtbar, ey. Oh, ein Siemerstein. Yes! Ich glaube, die können wir auch kaum. Siemer und Achterstein, das ist bestimmt. Bei Sechser kann ich ja schon. Ah, hier geht's noch weiter, Leute. Cool. Okay, dann quatschen wir erstmal mit Alex Lane. Wenn er das ist, kann auch ein anderes sein. Ein anderes Kriegergefäß. Aber zumindest ist es uns nicht feindlich gesinnt. Waren wir da schon überall? Naja, da waren wir. Können wir mit ihm reden? Jo. Ah, I see you finally made it here yourself. The city hanging in the air is slowly crumbling. What an incredible place we find ourselves. But that aside, I can't believe you felled that giant. It was practically a god. I doubt there's another soul out there who could have done the same. Of course, I count myself, the great Alexander, among many. Which means I've but one thing to ask of you. Would you kindly undertake my ordeal? Come and tell me when you're ready. I've been longing to fight a warrior as accomplished as you. Der will gegen uns kämpfen jetzt, oder was? Naja, siehst du, war ja kein Gott, ne? War nur fast ein Gott, der Riese. You are ready then, I take it. Then let us begin. Oh, okay. Ah. Ach du Scheiße, der liegt doch hier los hier. Kann ich mir Oleg rufen? Ah! Ne, da ist noch was. Okay. Aber jetzt hat er mich runtergeschmissen. Och nee, müssen die immer so eine komischen Attacken machen? Oh, das ist ja Mist. Jetzt komme ich nicht dahin, oder was? Wie soll ich da jetzt hochkommen? Ah, geil. Naja. Kein Plan. Aha, da lag noch ein Item, siehst du? Ey, hoffentlich kann ich das jetzt noch machen mit ihm. Warum machen die mal so eine komischen Druckattacken da? Keine Ahnung. Mach das Licht an, ey. Das ist ja ätzend. Ne, jetzt renne ich hier einfach durch. Wo kann ich hier lang? Oh Gott, sind das viele hier alles. Muss ich wieder runterfallen hier. Ach Scheiße, warum klappt denn das mal? Mal klappt's nicht. Was ist denn das immer? Wie an der einen Stelle da. Ah, ich weiß es nicht. Warum hat es jetzt nicht geklappt? Ich weiß nicht. Auf einmal reichte der Abstand, der Sprung nicht aus, keine Ahnung. War ich zu langsam oder was? Gut, damit sind die Seelen wieder zum Teufel, aber hier kriegt man eh nicht so viele. Also, ja. Das ist nicht der richtige Ort, um Runen zu farmen, sag's mal so. Scheiße, ey, hoffentlich ist der noch da. Noch ansprechbar. Vielleicht fühlt er sich jetzt als Sieger. Ja, ich sehe ihn noch zumindest. Ja, hier muss man wie seitlich springen, ja. Ey, ist das ätzend, ey. Ich hasse diese Abgründe. Ich hasse Abgründe wie die Pest. Und hier sind die leider, ja, verdammt oft vorhanden. Ja, es war ein ungleicher Kampf, ne? To his last.
Oh, er ist tot. Na, er wollte es so, ne? Scherbe von Alexander. Alexanders Innereien. Was soll man damit? Ich weiß es noch nicht. Aber es scheint ein Talisman zu sein, den wir da bekommen haben. Verstärkt die Angriffskraft von Talenten deutlich. Von Talenten. Was heißt denn das jetzt? Also wenn man jetzt irgendwas Zaubermäßiges ausführt oder so? Vielleicht steht das hier nochmal konkreter. Eine Scherbe des Kriegsgefäßes Alexander verstärkt die Angriffskraft von Talenten deutlich. An der Scherbe kleben Fetzen, geschmorten Fleisch und im Schleim sieht man Stücke von Ornamenten. Es könnten Relikte eines rothaarigen Helden sein. Sind die irgendwie alle rothaarig, wa? Kann das mal sein? Leute. Ey, zum Glück hat das noch geklappt. Die Quest mit ihm. Ich denke mal, die endet dadurch. Ja? Also das anzunehmen. Okay, krass. So, jetzt haben wir noch Fleisch bekommen von ihm. Gut, mal im Inventar, wo das sein kann. Also irgendwie haben wir ja schon mal Fleisch bekommen von irgendeinem Hypheus, ne? Oder war das schon mal von ihm? Ich weiß es nicht, Leute. Hier wahrscheinlich, wa? Innereien irgendwie? Klumpenfleisch. Die sahen ziemlich eklig aus. Boah, das ist ein Schlüsselobjekt. Oder was? Ja, das ist ein Schlüsselobjekt. Ein Andenken von Alexander, dem Kriegsgefäß. Ist nur ein Andenken, oder was? Von dem Kriegsgefäß. Stammt aus dem Kern des toten Fleisches, das einst das große Gefäß füllte. In Gefäßen ruhen die Überreste der Vorfahren. So werden die Krieger von Gefäß zu Gefäß weitergegeben. Und mit ihnen die Träume von großen Taten. Na, das haben wir immer noch dabei, dieses Tuch, dieses befleckte. Was für eine Schweinerei. Oh ja, wir haben ja etliche Klangperlen jetzt. Ach, hier steht ja konkret, was die bringen. Schmiedestein 7, Schmiedestein 8. Ruinfragment. Was macht man mit denen eigentlich nochmal? Ich weiß nicht. Dunkelschmiedestein 7 und 8. Gräbertalilie, oh, bis 9, geil. Das ist cool. Aber keine 9er, noch nicht. Also muss es noch einen 5er-Stein geben irgendwo. Boah, war das scheiße, ey. Das da falle ich runter einfach durch seine Attacke. Ja. Eigentlich hat er gewonnen, wenn wir ehrlich sind. Aber einen tollen Talisman bekommen, geil, Leute. Cool. So, jetzt möchte ich auch trotzdem wissen, wie ich hier runterkomme. Ja, da war ja auch noch was zu looten, haben wir gesehen, ne? Irgendwo. Da. Ah, wie soll ich denn da hinspringen? Muss ich da fallen lassen irgendwie? Auf jeden Fall war da ein Item. Ich weiß es nicht. Sieht nicht so aus. Oh, da ist eine Leiter. Nee, hier ist jetzt nichts. Hier waren wir anscheinend schon. Aua! Ach, das war ja das Item, ja. Ja, nee, hier waren wir schon. Ja. Wo war denn hier ein Item? Wo habe ich denn hier ein Item gesehen? Da hätte ich mich nur verguckt. Oder war das hier? Weil von hier, weil hier waren wir schon mal. Das weiß ich. Ja, ich habe wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, aus dem Augenwinkel gesehen. Da unten ist ein Item auf jeden Fall. Aber manchmal sind es auch bloß so Lichteinwürfe, ne? Ne, da ist auch nichts. Nö, da ist nichts. Keine Ahnung, was ich da gesehen habe für ein Item. Hä? Da können wir lang. Na, da waren wir wohl. Ja, da waren wir doch schon. Könnte da hoch. Vielleicht ist ja da noch was. Ja, dann. Ich miet mich nochmal zurück. Wo war denn das Feuer jetzt hier? Ne, das war klar. Ach, da ist so ein Drachentempel. Müssen wir doch mal mit dem Drachen. Ne, jetzt bin ich falsch. Ne, ne, hier war das nicht. Da? Altar. Wo war denn das jetzt? Ne, das war der Aufzug, genau. Zum Aufzug mussten wir da. Das andere war ja da vor dem Godskin-Du da. Warum haben wir jetzt 1500 gekriegt? Achso, durch den Sieg über ihn oder was?
Guck mal, was ist denn das da unten? Das sieht komisch aus, halt. Keine Ahnung, was ich da gesehen habe. Ja, wie gesagt, die lasse ich mal links liegen hier erstmal alle. Wenn wir das können. Boah, sind viele. Jo, keine Sorge. Die coolen hier jemanden, der sich adäquat um euch kümmern kann. Irgendwie, weiß ich nicht, Oleg ist sonst stärker gewesen. Ja, obwohl, der haut schon ordentlich zu. Er muss es seine krasse Attacke machen, ne? Bei denen. Boah, das ist schon praktisch mit ihm. Weil er gleich mit seiner Attacke mehrere trifft, ja doch. Okay, ich nehm's zurück, Oleg, du bist super. Also hier gegen die Typen, das ist echt ein Nonplusultra. Wunderbar. Oh, jetzt kriegen wir mal was geschenkt. Hm, Schild des Sonnenreichs. Wie cool ist das denn, Leute? Da kommen noch mehr. Die stehen ja einfach außen Dings auf hier. Jo. Okay, jetzt kann ich mich um den Drachen kümmern. Alles klar, machen wir das noch. Oh, hier kann uns leider nicht helfen mit dem Drachen. Da müssen wir selbst kämpfen. Oh, jetzt, okay, diesmal wird er wach. Nein, ich bin jetzt nicht geschlichen. Warum soll ich eigentlich gegen ihn kämpfen? Naja, vielleicht kriegen wir doch noch was von dem. Der hat wirklich nur diesen dunkel, diesen einen Schmiedestein da beschützt. War ja kein Dunkelschmiedestein. Ey, pass kurz auf, ey, wir abgründen hier. Darauf habe ich echt keinen Bock. Ja, das ist das halt. Man sieht immer nicht, woher die Attacke kommt gerade. Ja, man macht dann nämlich sowas hier, genau. Und dann kann man auch ganz gut runterfallen. Ja. Ah, das ist ganz gut, wenn du das machst. Hätte ich auch mal bei Emilia geliebt. Konnte man ihn unterdessen schön behaken. Also bestimmte Attacken. Wie gesagt, ich sehe die Attacken nicht bei den großen Gegnern. Da kann man nur ahnen, so ungefähr, ne? Was zu machen, ja, jetzt kommt der zweite. Hä? Wo ist er? Da. Der Spalter, wa? Ja. Ey, komm. Nee, nee. Der will mich immer zum Abgrund locken. Ey, warum ist da immer noch Feuer? Der ist längst vergangen. Und vergangen, ey. Okay, der hat mal was hinterlassen. Wow. Schottersteine 3. Wo lagen die schon vorher da? Hat er die beschützt? Ich weiß es nicht, Leute. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass wir die Quest jetzt mit Alexander beenden konnten, auch wenn sie relativ traurig enden. Naja, was heißt traurig? Er hat sein Ziel erreicht, ne? Ich hab alles verbraucht? Wow. Aha. Also meine ganzen Mana-Punkte. Krasse Scheiße. Ach ja, hier waren ja die Hündchen. Die halten auch 2 Treffer aus, ne? Obwohl die ja auch mehr untot sind. Als bin ich, boah, hab ich viel gesoffen. Geh ich da noch hoch kurz? Ja, das machen wir noch in der Folge. Bei mir scheint gerade die Sonne rein, deswegen kann ich noch schlechter das erkennen hier. Gerade an dunklen Ecken. Ja, er macht ja auch mal das Licht aus. Ja, wie gesagt, das wünsche ich mir noch. From Software, ne, wenn er ja das hier mitbekommt. Haha, was ihr nicht werdet. Aber das wäre doch schön, so eine Funktion, dass man die Lampe immer brennen lassen kann. Ja, ich weiß, ich muss schräg springen. Klingt komisch, ist aber so.
Nichts hinterlassen, der Gute. Ja, ich dachte ja zunächst, dass man ihn auch an dem Ofen da trifft, ne? Also. An dem Riesengefäß da, ne? Was ja dann wieder Melina entfacht hat. Und dann sich selber. Ah, ne, hier komme ich nicht weiter. Ah, okay, dann ist das hier zu Ende, oder was? Ne, hier konnte man noch hoch, ne? Ja, okay, seitlich. Na, ich guck nochmal, Leute. Das ist cool. Sonst ist es ja cool, schön anzusehen und so. Na, bis auf die Abgründe halt. Ah, man kommt hoch, okay. Man schafft es irgendwie. Oh Gott, Leute. Gott, dann nein. Dann kommt man dahin. Zeug dahin? Vielleicht kommen wir an einen Ort, wo wir vorher noch nie waren. Ich glaube, sonst war das hier alles, war da jetzt echt nicht weiter. Das ist dann so ein separates und optionales Gebiet gewesen. Leute. Da ist noch ein Item auf jeden Fall. Hier geht's auch noch rein, das ist auch noch ein Item, geil. Da sehe ich nicht, ob da ein Item ist. Nee, da ist keins mehr. Da haben wir schon gelootet. Da waren wir also schon. Cool. Oh Gott, hier ist einer, oder? Ah! Ja, ich wusste doch, der baut sich zusammen. Ein bisschen starker. Na gut, er sich zusammenbauen kann, bauen wir ihn wieder auseinander. Die bringen so wenig, ey. Dafür, dass sie so lästig sind. Krass. Ah, oh, da ist ja noch einer. Das ist auch ein starker. Der haut da durch, pass auf. Jo, ist auch ein starker. Ey, bloß aufpassen, ey. Na, oh, diese verzögerte Scheiße. Jetzt kannst du zögern. Was gebrauchen kann, macht das nicht. Ja, jetzt hat er es gemacht, okay. Na komm. Weg mit dir. Ja. So, jetzt sammeln wir mal ein hier. Ist hier noch was? Nee. Kann ja manchmal sein, dass er von der Decke kommt. Oh! Handbuch des uralten Drachenapostels. Geil, Leute. Auch das hat sich gelohnt. Diese Strapazen hier auf sich zu nehmen. Geil. Okay, cool. Ist hier noch was? Nee. So viel zu looten, ey. Kann man so viel übersehen, ey. Wahnsinn. Oh Gott. Das war ja fast wieder. Okay, dann gibt es hier noch einen Dunkelschmiedestein, ja. Das ist auch schön. Braucht man ja auch, ne? Obwohl wir sie jetzt kaufen können in Massen. Wenn wir es dann wollten. Jo, okay. Das war hier anscheinend. Also denke ich mal. Ne? Hier ist auch noch was. Das war es noch nicht, Leute. Oh Gott, wie kann ich mich hier fallen lassen? Ey, ich muss mal gucken. Nicht ungefährlich, ey. Aber da waren wir. Nicht hier oben. Könnt ihr bitte übersehen. Kann man sonst nicht hin, ne? Ja, kann man sonst nicht hin. Noch ein Schmiedestein. Normaler Schmiedestein. Schmiedestein, da waren wir aber glaube ich schon, ne? Und da ging es ja weiter, genau. Alles klar, jetzt haben wir alles, denke ich. Also denn, bye bye, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Eschak, lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like genau da. Bis dann.